Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Ostermorgen hier in der Margaretenkirche. Der Chor hat uns schon angestimmt mit den Klängen von dem so alten Osterlied Nummer 66 aus unserem Gesangbuch. Der Chor will auch noch weiter singen. Hier vorne gibt es eine schöne Installation zur Passionsgeschichte, welche in dieser Woche aufgebaut wurde und am Donnerstag und Freitag von einigen bereits angesehen wurde. Vielleicht sieht sie auch noch jemand an, bevor sie wieder abgebaut wird. Es sind Holzpuppen, liebevoll bekleidet, ein Passionsweg vom Einzug in Jerusalem bis hin zum Abendmahl, zum Kreuz und zum leeren Grab, die Station, wo wir heute sind. Und doch ist dieses Grab damals am ersten Ostertag der Geschichte, es war ein Endpunkt dieser Geschichte, die aufgestellt wurde, und doch ist es ein Anfang unseres Glaubens, ein Fundament unseres Glaubens. In der großen Reihe von Ostertagen stehen wir immer wieder und sehen, ja, ein leeres Grab redet, doch der Spruch, den wiederholen wir und verkündigen wir immer wieder. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, so wie wir es auch nachher im Eingangsspruch Nummer 15 singen werden. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Alleluia, alleluia, alleluia.
Du hast dem Tode die Macht genommen und das unvergängliche Leben ans Licht gebracht. So rufen wir dich an, Herr, erbarme dich unser. Barmherziger Vater, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du dem Tode die Macht genommen, damit wir frei von der Gewalt des Bösen in deinem Reich leben. Hilf uns, dass wir dies von ganzem Herzen glauben, dich loben und dir danken. Wir bitten dich durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Für den heutigen Sonntag, wie sie aufgeschrieben stehen, im Brief an die Korinther im 15. Kapitel. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr umsonst geglaubt hättet. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, dass er auferweckt wurde am dritten Tage nach der Schrift. Er ist gesehen worden von Kephas, danach von den Zwölfen. Er ist gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind bereits im Schlaf. Er ist gesehen worden von Jakobus, danach von den Aposteln. Zuletzt ist er auch von mir, als an der unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, dass ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
So hört nur noch das Evangelium für den Ostersonntag, wie es aufgeschrieben steht bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. So kamen sie zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein bereits weggewälzt war, denn er war sehr groß. So gingen sie hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Lob sei dir, o Christe. Anschließend werden dann die Kinder hinausgehen zum Kindergottesdienst. Die Kinder, die vorne sitzen, noch andere Kinder, sind alle eingeladen, anschließend an dieses Lied dann auch hinauszugehen, ins Gemeindehaus und in den Garten zum Kindergottesdienst. Thank you.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Wir sammeln uns heute ein Wort der Heiligen Schrift aus dem Alten Testament, aus den Buchen 2 Mose und Exodus, Kapitel 14 und 15. Die Texte sind in Auswahl. Der Herr verstockte das Herz des Pharao und des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Doch die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Die Ägypter jagten ihnen nach, Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao. Und sie holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahariot von Baal-Zephon lagerten. Als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf. Und sie fürchteten sich sehr und sie schrien zu dem Herrn. Und sie sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten genug, dass du uns wegführen musstest, damit wir hier in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es ist besser, als in der Wüste zu sterben. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber werdet stille sein. Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ der Herr das Meer zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht, und er machte das Meer trocken. Und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer, auf den Trockenen, und das Wasser war bei ihnen wie eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, die Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Das Wasser kam wieder und bedeckte alle diese, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Die Israeliten aber gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. So rettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Hand Ägyptens. Dann nahm Miriam, die Prophetin, sie war die Schwester Aarons, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns den Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Gott segne diese Worte an unseren Herzen. Amen. Regenwetter zu Ostern. Was meinen wohl die Kinder dazu, die jetzt hinausgegangen sind in den Kindergottesdienst, oder Jugendlichen, welche einige Ostereier versteckt haben im Pfarrgarten? Ja, Regen bringt Segen, da wo alles trocken ist. Im Radio heißt es, Regen ist schlechtes Wetter. Kot Galben ist angesagt, auf der Karte Rumäniens werden Landkreise gelb und orange markiert. Und doch, der Rasen grünt, die Forsythia-Sträucher haben ein frisches Gelb, welches die Kinder auf das Kreuz in dieser Kirche angebracht haben. So ist das. Aus einer schlimmen Situation kann eine Wende die Situation verändern, und dann sieht sie anderes da, steht sie anderes da vor unseren Augen. Nach einem Winter kommt das Frühjahr. Das ist vielleicht banal. Und doch jedes Mal schön und beruhigend, dass es wieder gekehrt ist. Die Wende von 1989 kam vielleicht überraschend,
Aber wie gut, dass sie kam. Vor einem Jahr kam eine andere Wende. Es ist nur ein Intermezzo, wie die spanische Grippe, oder verändert die Corona-Pandemie unsere globale Gesellschaft. Eine Wende der großen Art war auch für das Volk Israel dieser Auszug aus Ägypten, den ich vorher auszugsweise aus dem zweiten Buch Mose vorgelesen habe. Es war der Abschied von Pharao und seiner Streitmacht, der Abschied von der Sklaverei in Ägypten. Wir hörten vorher einen Teil des Textes, der endete mit einem Lobgesang, mit einem Reigen, mit Singen und mit Tanzen. Doch wie es damals genau zuging, vor mehr als 3000 Jahren, das können wir jetzt nicht so genau sagen. Doch dieser Moment bedeutet eine Wende, welche das Volk Israel in der Bibel festgehalten hat. Es ist eine Wende, die sie in den Traditionen immer wieder aufgreifen, besonders beim Passafest, wo sie dann sprechen am Abend: Wir waren Sklaven in Ägypten, doch Gott hat uns befreit. Und dann wird die Geschichte neu erzählt. Und sie hat eine Bedeutung. Sie hat eine Bedeutung, die alte Geschichte bis hin in die Gegenwart. In dieser Geschichte der Befreiung finden wir sicher verschiedene Bezüge zu Ostern, denn das jüdische Passafest ist ja sowohl zeitlich als auch inhaltlich sehr nahe unserem Osterfest. Ein paar Stichworte will ich dazu heranziehen. Es geht um das Schauen, es geht um den Glauben, der uns vorwärts gehen lässt, und es geht um das Loben. Vom Schauen geht die Angst aus. Das Volk Israel schaute mit den Augen. Vor ihnen war ein großes Meer, vielleicht nicht so tief, aber es war viel Wasser da. Und in der alten Zeit hatten die Leute viel Angst vor Wasser. Sie konnten nicht so einfach schwimmen, wie es heute viele tun. Es war ein Wasser, welches sie aufhielt, und hinter ihnen die Streitmacht des Pharao. Ein mächtiges Volk, das sie bisher mit Angst eingeschüchtert hat. Sie waren Sklaven dieser Menschen und sie standen in einer hohen Kultur. Sie selber waren ein geringfügiges, kleines Volk. Zahlreicher Zahl, doch ungeübt. So ist das. Man vergisst seine Erwählung, man vergisst die Prophezeiung, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich beschützt. Sie haben vielleicht auch die 10 Plagen schon vergessen oder die waren jetzt nicht mehr relevant, denn da blitzten die Waffen und die Streitwagen. Die Jünger sahen auch ihren Herrn und Meister, wie er litt und wie er starb am Kreuz. Die Römer, die große Übermacht, das starke Volk, das das ganze Mittelmeer beherrschte, sodass es ein Innenmeer war. Ja, die Römer hatten Jesus ans Kreuz gebracht, auch wenn natürlich das eigene Volk, die Juden, das in die Wege geleitet haben. Die Jünger sehen zu, sie haben nicht mehr in Erinnerung, dass Jesus gesagt hat, 3-mal, ich werde auferstehen. Der Hahn krähte, doch das ist auch schon vergessen. Der Herr wird ins Grab gelegt. Das Kreuz, es steht nackt da und der Herr ist gestorben. Ihre Hoffnungen sind begraben worden. Und so blicken wir auch immer wieder in diese Welt hinein und denken uns, was ist mit uns? Was ist mit uns der Gemeinde? Was ist mit uns den Christen? Was ist mit uns? Doch diese Geschichte der Befreiung, die hat etwas zu sagen. Damals wie heute. Fürchte dich nicht, du Volk Israel, heißt es den Israeliten zugesprochen. Sie hat Stille und glaubt, der Herr wird für euch streiten, ihr aber sollt stille sein. Und Gott tut etwas. So wie er vorher vorangegangen ist, geht die Wolkensäule an den hinteren Teil des Volkes als eine Art Puffer zwischen dem Volk Israel und dem
den Pharao mit den Ägyptern. Gott tritt für das Volk ein und eröffnet einen neuen Anfang, das Meer teilt sich, sie schreiten hindurch. Ein neuer Weg wird sichtbar. Gott lädt ein zum Glauben, zum Vertrauen. Der Herr wird für euch streiten, ihr aber sollt stille sein, das ist ein Glaubenssatz. Denn in dem Moment gab es noch keine Wende. Es gab noch keinen Unterschied zwischen dem Vorigen, der Bedrohung, die Lebensbedrohung, die ganz klar im Tod endete oder in der neuen Sklaverei, im Leid. Fürchtet euch nicht, ihr Jünger und Jüngerinnen, hat Jesus immer wieder seinen eigenen Jüngern und Jüngerinnen gesagt. Lasst Trauer und Hoffnungslosigkeit hinter euch. Der Tod ist nicht das Ende. Gott hat auch den letzten Feind besiegt. Tretet näher und seht, wo er gelegen hat. So heißt es am Ostermorgen. Tretet näher und schaut, hier lag er. Er ist euch aber vorausgegangen. Heute ist etwas Neues passiert. Er ist auferstanden und er lebt. Sagt dieses weiter. So hören es die Frauen, so hören es auch die Jünger. Und sie sind noch verhalten und verzagt. Sie haben noch keinen Courage und sie getrauen sich noch nicht. Doch je mehr Christus, der Auferstandene, nicht nur Jesus der Mensch, sondern der Christus, unter ihnen erscheint, einmal im Kreis der Zwölfe, dann noch im erweiterten Kreis und später unter noch viel mehreren, umso mehr fassen sie Mut, bis dann zum Pfingsten sie Mut bekommen und sagen, ja, das ist die Botschaft, die wir verkündigen. Er ist auferstanden. Und das haben wir uns überzeugt. Wenn er nur einmal ihnen erschienen wäre, vielleicht hätten sie gedacht, das ist nur ein Traum, eine Fantasie. Doch wie es dann heißt in der ersten Lesung im Korintherbrief, er ist erschienen, es gibt Zeugen. Das ist eine sichere Zuversicht des Glaubens. Ja, und die führte dann hin zum dritten Punkt, zum Loben. Gott handelt auf verschiedene Weise. Gott bringt eine Wende. Gott eröffnet einen Weg. Das ist die Erfahrung des Glaubens in vieler Weise. Das Volk Israel hat sich immer wieder festgehalten an dieser Botschaft. Indem sie es wiederholten, indem sie es erzählten, immer wieder zum Passafest in der Osterzeit, wenn wir Oster feiern, hat es ihnen immer wieder Mut gegeben. Es hat ihnen Mut gegeben, auch als sie zerstreut waren in der ganzen Welt, als sie kein Land hatten, beinahe 2000 Jahre, wir müssen das bedenken, haben sie immer wieder gesagt, Gott eröffnet einen Weg. Gott macht einen Weg durch das Wasser hindurch. Und so sind sie dann auch irgendwann zurückgekehrt in ihr eigenes Land, nach fast 2000 Jahren, und leben nur noch dort. So ist es, Gott bringt eine Wende. Gott weckt seinen Sohn auf und diese Freude soll hervorbrechen. Die gute Nachricht von der Auferstehung zieht Kreise. Wir sind eingeladen, Kinder Gottes zu sein. Durch die Taufe werden wir angenommen, zu Kindern Gottes zu werden. Dieses da ist eine große Sache. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wir feiern zu Ostern den Sieg Jesu über den Tod, so wie die Israeliten auch den Sieg über die Ägypter gefeiert haben. Das war nicht ihr Verdienst, aber ihre Freude war groß. Miriam, die Schwester des Mose, nahm die Pauke und im Reigen ging sie voran und sagte, Ross und Reiter versanken im Meer. Und das gibt es ja immer wieder. Aus einer aussichtslosen Lage kann man gerettet werden. Der große Gott redet mit großen Taten und mit großen Wundern. Die Natur erwacht nach einem Gewitter. Ein Mensch kommt zu Kräften nach langer Krankheit.
nach der Konzentration der Prüfungszeit eine ausgelassene Feier. Dies alles will uns ermutigen, diese Botschaft zu glauben. Denn wir haben nicht nur den Glauben, ja, Jesus ist der Herr, das ewige Leben, sondern er hat den Tod besiegt. Das ist eine große Botschaft. Wir müssen nicht mehr Angst vor dem Tod haben. Er ist immer noch mächtig, könnten wir sagen. Doch wir haben nicht eine nagende Angst, unser Leben fertig machen will. Es gibt es auch, dass wir bankrott gehen mit der Firma. Es gibt es auch, dass wir Unglück haben, dass Krankheit uns trifft. Dies alles. Dass eine Freundschaft zerbricht. Dass wir am dunkelsten Punkt des Lebens angelangt sind und denken, es geht nicht mehr weiter. Und doch, in diese Botschaft, in diese Situation hinein, kommt immer wieder und soll diese Botschaft auch kommen. Es ist Ostern. Ostern bedeutet, Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist der Ruf Gottes in diese Welt. Eingrenzungen haben wir viele, auch in dieser Zeit. Uns ist der Mund verbunden, könnte man sagen, mit allen möglichen Masken, die alle möglichen Farben haben, alle möglichen technischen Details haben. Die Einschränkungen sind groß, sie sind da. Wir sollen auch Masken haben, unbedingt, klar. Wir sollen uns die Hände desinfizieren und auch auf Distanz sitzen. Es ist richtig so. Und doch müssen wir schauen, wie unser Glaube gelebt werden kann. Aus der Zeit des Kommunismus haben wir auch diese Erfahrungen. Es kann sehr eng werden von der Politik her, von der Eingrenzung her, von den Gegebenheiten. Und doch sollen wir schauen, dass der Glaube nicht untergeht. Dass der Glaube gelebt wird und dass der Glaube auch weitergesagt wird. Vielleicht nicht so viel verbal und in der Gemeinschaft, wie es uns möglich ist, vielleicht auf andere Weise. Eröffnet Gott Wege und Richtungen. Vielleicht dachten wir, in diese Richtung geht es weiter, aber drüben hat Gott eine Tür geöffnet. So ist der Glaube an Christus eine gewisse und eine sichere Zuversicht, welche uns vorwärts gehen lässt. Von Eingrenzungen und umgeben sehen wir doch. Im Kommunismus war es die Ideologie, die uns eingegrenzt hat. Und der Glaube sollte eingegrenzt werden. Doch wir sollen weitergehen. Von der Wirtschaft her lernen wir auch. Nischen sollen ausgenutzt werden, Gelegenheiten erkannt werden. Welche sind die Gelegenheiten dieser Situation, in der wir sind? Ja, vom Glauben her, das sagte ich schon, nichts kann uns trennen von unserem Gott. Die Botschaft der Auferstehung soll gesprochen, gesungen und gefeiert werden. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Thank you.
Osterwoche ist. Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Aus unserem Gemeindeleben geben wir Folgendes bekannt. Am Ostermontag, das heißt morgen um 10 Uhr, laden wir wieder ein zum Gottesdienst. Der Gottesdienst wird zweisprachig sein, um 10 Uhr hier in der Margaretenkirche. In Vitamschila, Adoa, Sine Pasht, Las Lushba, Lund, 5 Aprile, Daura 10, Biserica Evanghelică, Sfânta Margareta. Slujba o să fie și în limba română și în limba germană. Zur Morgenandacht am Dienstag laden wir weiterhin ein, doch bitten wir zu beachten, dass die Uhrzeit geändert wurde. Aus verschiedenen Gründen wollen wir uns in der nächsten Zeit zur Morgenandacht um 8 Uhr treffen, nicht mehr um 7 Uhr. Jeweils Dienstag hier in der Kirche im großen Raum. Sodann ist Sonntag wieder Gottesdienst um 10 Uhr, nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Margaretenkirche. Die Blumen am Altar spendete Kustinitsi Busch im Andenken an seine verstorbene Mutter. Die Kollekte des vorigen Sonntags, Palmsonntag, betrug 203 Lire. Die heutige Kollekte ist für ein Projekt im Gemeindeaufbau bestimmt. Sodann ist auch ein Gruß von der Heimatgemeinschaft Medjasch gekommen, den ich gerne auch vorlese. Liebe Medjascherinnen, liebe Medjascher, liebe Freunde unserer Heimatstadt, im Namen des Vorstandes der Heimatgemeinschaft Medjasch grüße ich euch alle und wünsche ein gesegnetes Osterfest. Es ist nun schon das zweite Osterfest, das wir unter den besonderen Einschränkungen der Pandemie erleben, die es schwer oder gar unmöglich macht, das Fest in gewohnter Weise zu begehen. Es fehlen uns die Nähe, die Gemeinschaft mit Menschen, die wir lieben und wertschätzen. Viele von uns in Deutschland ist der Kirchenbesuch erschwert oder gar verwehrt. Umso dankbarer sind wir für das Angebot der Pfarrerinnen und Pfarrer der Gemeinde aus Medjasch, die ihre Andacht und Gottesdienste auf YouTube und Facebook teilen. So gilt unser besonderer Dank an diesem Osterfest unserer Heimatkirche und allen, die in diesem Dienst stehen. Möge Gott uns allen weiterhin Gesundheit schenken und Kraft, mit allen Herausforderungen fertig zu werden. Dies wünscht Alfred Döckler von der Heimatgemeinschaft. Sodann sind die Eltern, wird auch Eltern bekannt gegeben, die ihre Kinder in den Kindergottesdienst gegeben haben, dass sie sie nachher auch abholen können im Pfarrgarten. Es wird noch ein Ostereiersuchen geben und ein Tisch mit Stritzel und mit einem Saft, wo man noch zusammenstehen kann. Doch nicht nur die Eltern, wer auch gerne noch in den Pfarrgarten geht, kann sich noch in der gehörigen Distanz unterhalten mit allen, die in diesen Gottesdienst gekommen sind. So segne Gott der Herr unsere Gemeinde und all ihre Glieder und all ihre Gäste nach dem Reichtum seiner Gnade. Lasst uns beten. Wir loben dich und preisen dich, allmächtiger Gott und Vater. Deinen Sohn hast du von den Toten erweckt und ihn zu unserem Herrn gemacht. Durch seine Auferstehung hast du die Gewalt des Todes besiegt. Du lässt uns die Fülle deiner Liebe erfahren. Stärke in uns den Glauben. Stärke in uns den Glauben an den auferstandenen Herrn, der vor uns hergeht, der uns leitet und führt in dieser Zeit. Herr, hilf uns zu sehen, dass du Türen öffnest, Türen des Glaubens, Türen der Gemeinschaft und Türen der Hoffnung.
Befreie uns von aller Sorge und von der Furcht vor dem Tode. Erwecke in uns die Freude an deiner Gnade, die immer wieder neu ist in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Volk und in unserem Land. Wir bitten dich für deine Kirche in der ganzen Welt, für alle, die in dieser Kirche Dienst tun, alle, die in dieser Kirche wirken, auf so viele Weise als Ehrenamtliche oder in einem Amt. Wir bitten dich für die Menschen, die auch uns regieren. Hilf, dass sie uns den Frieden erhalten und das Rechte tun, dass ein jeder sein Auskommen hat und wir zu einem besseren Leben zurückkehren können. Wir bitten dich auch für Zweifelnde und Suchende, die nicht aus und ein wissen, für Menschen, die krank sind und Menschen, die im Sterben sind. Lass sie Menschen finden, die ihnen beistehen, und erwecke in uns allen die Gewissheit, dass du den Tod besiegt hast, dass wir bei dir Zukunft und Hoffnung haben. Und alles, was wir auf dem Herzen haben, an Frohem oder Traurigem, bringen wir vor dich, zusammen mit den Namen der Menschen, die uns lieb und wert sind. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in ewiger Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über dir und gebe dir seinen Frieden.
schönen Sonntag wünsche ich dir. Alles Gute und schönen Sonntag. Wie lange bleibst du? Wie lange bleibst du noch hier? Bis Ende Juni.